Folge Gesichter der Medienbildung in Freiburg. Und bei uns ist heute die Jessica. Sie ist Medienpädagogin und freiberuflich bei Kommunikation und Medien seit mehreren Jahren tätig. Und schön, dass du da bist, auf jeden Fall schon mal. Hallo. Ja, hi, danke für die Einladung. Freut mich. Was war eigentlich dein eindrücklichstes Erlebnis in der Praxis? Ich würde sagen, da gibt's einfach sehr viele Erlebnisse. Also ich arbeite ja vor allem mit Kindern und ich finde es bei Kindern immer wieder spannend, wie die die Welt sehen. Also wir arbeiten ja in der Medienpädagogik relativ frei und es ist viel Raum für Kreativität und für den eigenen Blick. Und da habe ich wirklich schon Kinder erlebt, die haben Fotos gemacht. Es war unglaublich spannende Sichtweise auf die Welt. Also angefangen von Nahaufnahmen, wo man dann manchmal gar nicht mehr erkennt, was ist es jetzt eigentlich? Und dann haben die das teilweise auch einfach super schön nachbearbeitet. Und manchmal haben die auch sich Perspektiven ausgedacht, da wäre man jetzt als Fotografin vielleicht gar nicht drauf gekommen, weil die einfach noch sehr frei sind im Denken. Und das finde ich eigentlich sehr schön, was die einfach für tolle Ideen haben. Ja, du hast jetzt schon angesprochen, dass du hauptsächlich mit Kindern arbeitest. Was sind denn so konkrete Projekte, die du da anbietest? Genau, also ich mache vor allem Fotoworkshops und auch Filmworkshops. Und das sind meistens sehr niedrigschwellige Workshops. Da können Kinder hingehen, die auch vorher noch gar keine Erfahrung haben oder die einfach super interessiert sind und schon mal was fotografiert haben. Also wenn nicht Corona ist, treffen wir uns draußen und erkunden meistens die Stadt oder ähnliches. Oder wenn wir einen Film machen, dann erkunden wir auch die Gegend. Manchmal machen wir auch Interviews mit den Leuten, zum Beispiel auf dem Marktplatz. Also da nutzen wir eigentlich auch immer so das, was dann vor Ort ist, um da so ein bisschen zu gucken, wo leben wir und wie können wir eigentlich unsere Welt künstlerisch wahrnehmen mit Fotografie und Film. Und jetzt aktuell ist unser Programm ja nochmal leicht abgeändert. Also wir haben ja jetzt gerade einfach sehr viele Online-Workshops. Da ist es aber auch eigentlich ein sehr ähnliches Konzept, dass wir sagen, wir möchten den Kindern nochmal eine Sichtweise auf ihre Welt ermöglichen. Und dann fotografieren die auch Dinge, die bei ihnen zu Hause sind, die sie schon kennen, aber sie fotografieren es einfach auf eine ganz neue Art und Weise. Und was ist so deine Motivation überhaupt, Medienbildung anzubieten? Also ich finde es generell total schön, mit Kindern zu arbeiten. Einfach, ich finde, Kinder sind sehr tolle Menschen. Und ich fotografiere einfach auch total gerne und mag dieses Medium Foto und Film, wo man einfach frei arbeiten kann und neue Gedanken auftauchen können. Und in der Kombination, da entsteht einfach immer was Neues. Und ich finde es auch toll, gerade wenn wir eben in der außerschulischen Arbeit tätig sind, können wir denen auch einfach mal viel Freiheit geben, um einfach sich auszudrücken, sich kennenzulernen durch das Medium, miteinander auch ganz viel wahrnehmen. Wie sieht eigentlich mein Gegenüber das Bild? Der macht vielleicht, fotografiert er dieselbe Sache, aber es kommt was komplett anderes raus. Also ich glaube, es ist einfach ein Feld, wo sich auch vieles verändert und einfach immer wieder was Neues entstehen kann. Das finde ich sehr toll, diese Freiheit. Und wann war das, dass du die Begeisterung dafür entdeckt hast? Ja, also ich glaube, das war tatsächlich in meinem Masterstudium. Also ich komme ganz ursprünglich aus der Mediengestaltung. Also im Bachelor habe ich sozusagen Mediengestaltung studiert und da hatte ich noch gar nichts mit Pädagogik an sich zu tun. Und dann habe ich im Masterstudium hier in Freiburg aber auch Medienpädagogik dann studiert. Das hieß Medien in der Bildung, der Masterstudiengang. Und da kam ich eben auch in ersten Studienprojekten so in Berührung mit bestimmten medienpädagogischen Projekten, mit auch verschiedenen Zielgruppen. Und dann habe ich tatsächlich einfach den Verein Kommunikation und Medien so angefragt, weil ich gemerkt habe, die sind in Freiburg. Also aus meiner Sichtweise dachte ich, die sind wichtig und habe festgestellt, dass da muss ich arbeiten. Und damals war der Verein auch noch viel kleiner, aber auf jeden Fall war das so dann das erste Mal, dass ich dann wirklich in der Medienarbeit tätig war, außerhalb von meinem Studium an sich. Was hat sich für Sie bei der medienpädagogischen Arbeit verändert in der Corona-Pandemie? Also man kann sagen, sehr viel natürlich. Das ist echt
ich finde auch immer noch eine spannende Phase, auch wenn wir alle inzwischen eigentlich ziemlich pandemiemüde sind. Beim Verein sind wir einfach sehr flexibel, wie ich das wahrnehme. Also wir sind sehr innovativ und haben einfach die Möglichkeit beim Schopfe gepackt oder wie sagt man, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen das jetzt an. Das ist jetzt einfach unser Thema, dass wir sagen, wir machen jetzt einfach Online-Angebote, weil es jetzt das Medium der Wahl ist. Und wir wissen alle, wir arbeiten sehr gerne präsent. Wir arbeiten sehr gerne mit viel Feedback und einfach viel im Moment mit den Kindern einfach arbeiten und ein Geben und Nehmen. Und das haben wir jetzt natürlich gerade nicht, aber ich finde, wir haben einfach super Angebote geschaffen in den Online-Bereich, wo wir einfach unsere Workshops genommen haben und geguckt, okay, was haben wir an Konzepten und was haben wir, was es vielleicht noch nicht gibt, und das vereinen wir jetzt und schaffen einfach eine Online-Umgebung. Das heißt, aktuell läuft es eigentlich so, wir treffen uns auf Zoom. Und wir haben auch da unsere Rituale, wie Anfangs- und Endritual. Und dazwischen haben wir genauso wie beim Präsent-Workshop auch Übungen, aber die gestalten sich natürlich ein bisschen anders. Also wir geben dann Fotoübungen oder Filmübungen und die Kinder, die erforschen dann eben ihr Zuhause unter diesen Übungen. Und es ist natürlich eine Herausforderung, weil wir auf Zoom sehr viel trotzdem versuchen, dass die Kinder miteinander ins Gespräch kommen, über ihre Bilder reden, über ihr Leben, ihre Hobbys, was sie alles erlebt haben und auch jetzt gerade erleben, dass sie da sich austauschen können. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Aber ich finde, nach wie vor klappt es dennoch gut, dass wir einfach diese Workshops gestalten und die Kinder da auch was mitnehmen können. Obwohl es online ist, obwohl die Leute alle woanders sitzen. Aber wir schaffen es trotzdem, was zu teilen und auch was zu erschaffen, was Kreativen. Was nehmen Sie aus dieser Zeit mit? Was möchten Sie langfristig in Ihren pädagogischen Praxis verändern? Man merkt, es gibt immer Wege, Grenzen zu überbrücken. Und es gibt ja Grenzen in ganz verschiedener Hinsicht. Also es gibt ja zum Beispiel sprachliche Grenzen, ist ja ein Thema. Es gibt dann jetzt natürlich örtliche Grenzen, wo treffen wir uns eigentlich? Und es gibt technische Grenzen, muss man auch ganz klar sagen, bei Zoom. Und in Deutschland, der Internetwüste und so weiter. Und ich habe gemerkt, es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit, diese Grenzen zu überbrücken. Also ich glaube, das ist was ich auf jeden Fall mitnehme aus dieser Zeit, wo wir viel Herausforderungen eigentlich haben. Habe auch das Gefühl, jetzt im Verein ist eben das Team auch nochmal stark gewachsen und wir haben auch jetzt einfach sehr viel Austausch, weil sich natürlich ständig was ändert und wir uns auch immer wieder updaten müssen. Also wir haben unsere Reihe ja gestartet, ich glaube, das war im Dezember mit dem Online-Mediencamp, und da müssen wir am Ball bleiben. Also wir sind sehr viel mit Feedback von den Eltern und dann machen wir mal wieder was Neues, dann probieren wir was Neues aus. Also dieses miteinander vernetzt sein und sehr stark wachsen, das fände ich schön, wenn es in Zukunft auch genauso weitergeht und noch viel mehr. Was wünschen Sie für die Zukunft der Medienbildung? Ich wünsche mir natürlich, dass es in den Schulen mehr verankert wird. Also das ist für mich einfach ein Riesenthema, die Medienbildung. Nicht nur, wie kann ich mit Medien umgehen, sondern wie kann ich auch kritisch mit Medien umgehen? Was ist eigentlich mein eigenes Medienverhalten? Die ganze Reflexion. Das fände ich nach wie vor sehr schön, wenn es da einfach immer mehr verankert würde. Aber natürlich, wir in der außerschulischen Arbeit haben auch unsere Möglichkeit zu sagen, okay, wir nutzen das, was wir haben und geben den Kindern einfach was mit, also sie zu stärken. Und ich wünsche mir einfach, dass es, und ich glaube, es ist auf dem Weg dahin, dass es flächendeckend wird, dass es wirklich einfach ein Thema ist, wo jeder sagt, ich habe irgendwie mich mal damit beschäftigt, mit Medienbildung. Ich habe mich mal mit meiner eigenen Medienhandhabung beschäftigt. Und Eltern befassen sich mit denen von ihren Kindern, dass es so flächendeckend ist und so wichtig für alle, dass es gar nicht mehr wegzudenken ist. Weil, ja, also die Digitalisierung ist wirklich kein neues Thema. Und ich glaube, so langsam kommt es jetzt erst richtig ins Rollen. Und ich wünsche mir, dass es so weitergeht. Also vielen Dank für diese Zeit für uns und für unsere Interviews.
Ja, vielen Dank euch auch. Und ich bin gespannt. Wir sehen uns bestimmt bald mal.